Was man machen kann, man kann Firmen einreihen. Zum Beispiel Firmen, die in einem entwickelten Markt ihre Headquarters haben und dadurch ein bisschen mehr gesetzliche Rahmenbedingungen haben innerhalb von denen, wo sie wirtschaften. Mhm. Versus andere, die dann vielleicht in einem Wachstumsmarkt, in einem Emerging Market sind, wo halt vielleicht weniger darauf geschaut wird, was die Firmen genau machen. Also man kann sie einreihen. Wir haben zum Beispiel Einreihungsfaktoren nach, man nennt das Governance-Kriterien, also wo hat man den Eindruck, dass die Firmen sauber geführt werden, rein strukturell. Wir haben aber auch Einreihungen, wir haben zum Beispiel, es gibt eine Firma, die zum Beispiel ein Frauenförderungsprogramm haben, dadurch familienfreundlicher sind. Wir haben familienfreundliche Aktien identifiziert aufgrund von solchen Organisationen, die sich um das kümmern. Mhm. Wir haben auch klimafreundliche Aktien identifiziert, die einen weniger grossen CO2-Fußprint haben als andere ähnlich gelagerte Firmen. Also man hat die Möglichkeit, noch Gruppen zu bilden von Firmen. Das heisst, ich kann nach Kriterien suchen, die jetzt für mich persönlich, für die Story, die in diesem Sinn dabei ist, entscheidend sind. Ja, genau. Über das Tool. Ja, kann man sagen. Also, okay. Also das ist eigentlich das, was ich dir zur Verfügung stelle. Das sind die finanzielle Seite plus ein paar Einreichsfaktoren, wo man sich auch Kästchen rein tun. Wo man aber nicht mehr sagen kann, ist besser oder schlechter. Genau, also, das ist eine Meinung. Ist in dem Kästchen. Für mich wichtig, genau. Oder weniger wichtig. So. Ja, genau. Ja.